Servus, du weißt, wir stehen da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen 35. Folge von Pokémon Pearl Randomized Version. Wir sind bei der Burg stehen geblieben. Wir sind dabei, die Arena zu machen. Ich schaue mich jetzt hier gerade nochmal um. Hier kann ich nicht weiter. Ich gucke mal, ob ich hier von nochmal irgendeinen Trainer fertig machen kann. Was von der Seite her kann sein. Nein, da kann ich nichts machen. Wir haben einen schon mal besiegt. Das heißt, wir werden hier diesen Wasserstand mal aktivieren. Mal schauen, was dann passiert. Oder wir senken komplett alles weg. Okay. Können wir aber hier mal weiter. Dann können wir hier in den inneren Circle rein. Ich weiß gar nicht, ob es uns was bringt. Indirekt ja, aber das ist Marinus. Der schaut cool aus, der schaut aus wie ein Wrestler. Von der Seite aus können wir gar nichts tun. Wir können... Das ist ein bisschen verwirrend, finde ich immer wieder. Aber hieran. Ich habe Macht über die Kräfte des Wassers. Du wirst nicht gewinnen. Da hat er nur Feuer-Pokémon, weißt du. Ein Anglerfreund? Der Yuri. Nidoqueen. Okay. Du hast jetzt einen Bodentyp dabei. Wuhu, ich habe mein BH verloren. Hast du ihn gefunden vielleicht? Ich mach mal Finsteraura. Ja, der Kroni, der denkt immer nur an sowas. Der denkt immer nur an das eine. Wenn er einen Nidoqueen sieht, dann denkt er nur an BHs. Na. Cool. Schreck zurück. Finsteraura. Ich finde, so ein Pokémon ist cool, finde ich. Nett gedesignt. Man merkt es sofort, es ist weiblich. Also, da merkt man wirklich, das ist ein Pokémon, das ist weiblich. Von allen anderen sieht man es ja nicht, ne? Ich finde, es ein schönes Pärchen, Nidoking und Nidoqueen. Gibt es davon auch eine Mega-Entwicklung? Glaub noch nicht, oder? Wenn ja, dann schreibt es unter dem Video, postet es. Ach so, so ein Gifton. Hast du mich vergiftet? Nidoqueen. Na. Gut, du könntest dich ja selbst heilen, ne? Oder tut's jetzt offenbar nicht? Macht nichts. Yuri wurde besiegt. Ein Kind hat mich geschlagen. Das ist traurig. Ich werde nie drüber wegkommen. Moment mal. Beut, bitte. Gegengel. Nein, nicht Limonade. Nein, nein. Gibt's nichts. Ach, Yuri so. Nein, es gibt keine Limonade für dich. Denk an deine Zähne. Die sind ganz wichtig, diese Beißerchen. Ach, Yuri so ist ein bisschen beleidigt wieder, weil ich ja nichts Süßes erlaube. Obwohl, das ist schon gemein von mir. Ein bisschen was Süßes ist doch nicht schlimm. Wir müssen eigentlich jeden klatschen. Dann ist das Ziel eigentlich recht einfach, den Wasserspiegel zu erhöhen. Pachirisu, du kriegst eine Limonade, wenn wir diesen Kampf schaffen. Ist das jetzt besser so? Pachirisu. Pachiri. Na also. Ja, man muss schon mal sehen, ne? Weil es ist ja eine Waffe. Zum Beispiel, wenn Superzahn einsetzt oder so, und dann hat sie da lauter Löcher dann in den Zähnen drin. Das ist doch nicht gesund, ne? Er schmeckt halt auch besser. Ist schon klar. Versteht es schon. Ich verstehe es sehr gut. Level 33, yeah. Roink. Hm. 32. Oh. Guldo hat er aber ganz schön zugelegt, finde ich. In den letzten Folgen. Schauen wir mal, ob wir noch hinkommen. Der Merlin. Schauen wir mal, was setze ich denn ein? Ich auch Knirscher. Kennst du Knirscher, Memento? Das ist ja richtig gut. Nischero. Das müsste dein Ende sein. Montja. Das war's auch. Piccolo erhält Erfahrungspunkte. Ich finde, dass wir jetzt Piccolo mal an die vorderste Front setzen könnten. Ja, mal ganz gut weit darum. Ist ja jetzt halt auch Guldo so stark geworden, gerade im Moment.
So, hat sich da einiges getan. Ich habe ja schon besiegt. Hier können wir nicht drüber. Doch, hier können wir rüber. Dann können wir dich auch besiegen, ne? Dieses nette Mädchen. Marinus ist mein Vati. Das ist voll toll. Sonnenfell. Das passt auch hier so wunderbar zum Wasser. Sonnenfell. Ja. Wenn die reinste Sonne. Gut, es ist auch Typ Psycho. Jetzt mach ich mal Knirscher und Gestein oder so. Ist aber trotzdem effektiv genug. So eine Pleite für Sonnenfell, muss ich schon ehrlich sagen. Wenn es jetzt noch ein Luna-Stein hätte, wäre es auch nochmal cool, finde ich. Girafferig, nein, ihr habt nur Psycho-Pokémon dabei. Du bist eine Psycho-Arena hier. Very interesting. Da, dieses komische Pokémon. Es ist ja eigentlich ganz nett, aber hinten ist nicht so schön. Das komische Pokémon. Und weg bist du. Geht doch ganz pfiffig. So. Bist auch du erledigt, mein Freund. Die Marika. Du bist so stark. Papi wird dich töten. Das stimmt vielleicht sogar auch. Mhm. Ich habe weltweit die meisten Pokémon geangelt. Jetzt bist du dran. Ich habe dich auch geangelt. Wahrscheinlich hat er nur Carpador. Drei Pokémon, okay. Der Alf. Der stinkt auch ein bisschen so. Ich fotz dich an, wenn du nicht aufpasst. Eiszahn. Los, Begulla. Begulla. Ja. Knospi! Knospi! Es tut mir dieses Pokémon fast leid. Aber so ist das Leben. Los, du bist dran. Knospi, du bist dran. Mach mir alle Ehre. Knospi! Tja. Das hilft nichts. Entweder du oder ich. Auch zusammen, Knospi, es hat ja wirklich Spaß gehabt. Knospi. Maguita. Maguita da. Der verfällt. Maguita trinke ich jeden Tag. Mit Zucker und viel Kau und Rum dazu. Ich finde immer noch, dass Maguita aus Spanien kommt. Klefja. Benotto Rico ist Klefja. Fliegen und danach ist Maguita nur noch ein Todesansack. Du Saftsack. Du bist hinüber, mein Freund. Die Arena ist jetzt erst noch leicht, ja? Ja. Der Alf wurde besiegt. Weltweit Nummer 1 zu sein bedeutet anscheinend nichts, weil du bist stärker. Jetzt setze ich das hier ab. Dann kann ich hier hingehen. Und mich ertränken. War das jetzt gut? Ich komme jetzt nicht mehr hier weg. Okay. Mhm. Aha, hier. Das bedeutet, dass ich hier den Weg frei gemacht habe. Okay. Axa, wir machen den Weg frei. Können? Nein, wir können nur hier hin. Schleichwerbung, ne? Axa. Denke an ihre Ball, da habe ich nichts gesagt. Pokémon, wir machen den Weg frei. Der hat eine schöne Muschel hier vorne. Als so eine Kette. Der Tony. Pflanzentyp. Los, Piccolo, mach es mit Eiszahlen weg. Ja, Piccolo hat schon Multitasking-Attacken, ne? Eine seiner größten Schwächen eliminiert durch den Eiszahn. Lobella macht Sonnentag. Oh, das ist sehr gut für mein Vegeta. Vegeta würde jetzt bei diesem Sonnenlicht an Initiative stärker werden, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das ist jetzt egal. Och, okay.
Das ist nicht schön. Lass das sein mit der Barriere. Was soll denn das, hör mal? Blubella hat sein Leben ausgehaucht. Auf Wiedersehen. Beckel. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, viele Erfahrungspunkte. Gleißendes Sonnenlicht. In einer Wasserarena, das ist super. Spoink. Ja, wir bleiben dabei. Obwohl, ich hätte doch noch zu Guldo wechseln können, aber Guldo hat echt viele Erfahrungspunkte. Wie mein Piccolo auch. Ah, dieses Psychstrahl dringt mir meine Psyche ein. Ah. Aber Piccolo blieb stark. Und zerfetzte Spoink. Spoink ist erledigt, terminated. Ich glaube, das Großmoos schaffen wir da nicht, aber das machen wir dafür in nächste Folge. Auf jeden Fall. Bleibt also dran. Wir müssen ja auch Ziele haben, ne? Was wir nächstes Mal tun werden. War Razor. Das passt ja jetzt vielleicht ganz gut. Vegeta. Müsste jetzt halt gepusht werden. Schauen wir mal, ob das stimmt. Beim Sonnenlicht. War Razor. Ein cooles Pokémon. Wirklich, ernsthaft. Nein, nicht kein Wallraiser, sondern Walsar. Meine Güte. Kröniken. Das hat jetzt ja nichts gepusht mittlerweile, aber auch nicht so schlimm. Müsste eine Vierfachschwäche haben, ne? Boden und Wasser. Okay. Somit hat sie die Sache erledigt. But Rosie Tony ist besiegt. Manchmal verlese ich mich einfach. Das mache ich aber manchmal auch mit Absicht irgendwie. Um einfach Spaß zu haben. Ich bin da jetzt nicht so. Gut, ja, Heilung brauchen wir jetzt nicht so sehr. Limonade. Schauen wir mal, haben wir da irgendwie was Supertrank? Deswegen. Wollen wir noch irgendwie eine Umordnung gestalten? Ich finde, wir könnten jetzt selber mal nach vorne tun, einfach trotzdem. Und dann sehen wir mal zu. Was passiert? So, der Wasserspiegel ist jetzt halt ganz oben. Und somit müsste Marinos dabei sein. Den machen wir auf jeden Fall noch. Ihr wisst jetzt wieder, Arenenleiter Nuzlocke ist aktiviert. Er kann meine Pokémon, tut mir leid, ich muss jetzt mit gerade strecken, töten. Bin jetzt gespannt. Willkommen. Ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arenenleiters von Weideburg. Ganz genau. Ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen alle deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört dann uns. Los, bringen wir es hinter uns. Pack! Männlich. Libeldra wurde ausgesendet. Tolle Sache. Jule, Michelle, was können wir dir jetzt machen? Also, wir machen jetzt das Zahnwirbel. Ich hoffe, das funktioniert. Sehr schön. Ah, Libeldra. Obwohl, es hat ja eigentlich so einen Schutz drum, aber okay. Sandcrab. Wow, Libeldra ist gut. Aha, ich wurde gefangen. Das heißt, ich kann jetzt nicht auswechseln. Aber die Attacke ist jetzt auch nicht so stark. Wir machen jetzt mal Kopfnuss. Das ist ein Drachen-Pokémon auch. Aber es schaut jetzt mal ganz gut aus. Sandwirbel. Die ging daneben. Dann werden wir das auch jetzt gleich einsetzen. Wir sind so schlau. Wir machen nochmal Sandwirbel. Los, Cell! Sandwirbel! Okay, Meister! Sandwirbel! Libeldra! Finte! Cell, du darfst nicht sterben, du weißt doch, es ist eine Arenenleiter, Nuzlocke! Ich bin befreit, okay, gut! Ich wechsle dich ein! Cell, komm zurück! Freezer, du bist dran! Ich habe eine wunderbare Kombination, mein lieber Marinus. Ultraschall!
Freezer wurde verletzt, aber ich habe Eiszahn. Ultraschall ging daneben. Weißt du, ich werde dich besiegen, Marinos. Nein, ich werde dich besiegen und deine Pokémon töten. Mit der Blutfarbe werde ich die Wände streichen. Lebeldra wurde vernichtet. Mega episch. Cresselia. Das Flugtyp. Okay. Cresselia. Zum ersten Mal auch in Legi. Bei den Arena-Leitern. Level 30. Wir setzen nochmal Eiszahn ein. Wird Freezer sterben? Ich hoffe nicht. Das ist gefährlich, ja? Aber wir sind immer noch gut dabei. Freezer hat eine gute Verteidigung. Okay, das hat gar nichts gebracht. Ich überlege gerade, ich mache nochmal Eiszahn. Weißnebel. Statusveränderungen? Gibt es keine. Oder so, war das doch. Ein spannender Kampf. Okay. Wir machen nochmal weiter. Wir machen mit Eissturm weiter. Sinkt die Initiative. Soviel ich weiß noch. Eissturm! Gut, ist doch nicht Flugtyp. Sonst müsste ich ja mehr Schaden setzen. Nein, hat nichts gebracht. Nochmal Eiszahn. Gut, das wird gefährlich werden. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Aber Eiszahn zieht viel mehr ab. Gut, Pokémon wechseln. Aurastrahl ist nicht so gut. Guldo mag das auch bestimmt nicht. Wir setzen Piccolo ein. Los, Freezer, komm zurück. Piccolo, raus mit dir. Du musst alles geben. Piccolo. Schützt sich gut. Du hast auch Eiszahn. Und wir versuchen es mal kurz mit Knirscher. Double Team. Du wirst mich nie erwischen. Ja, ich habe mein Team bestens trainiert. Piccolo, komm. Das ist effektiv. Cresselia heilt sich. Okay. Aber mein Piccolo auch. Wir sind beide sehr gut mit unserem Pokémon-Training. Mit der Eisattacke werde ich dir wehtun. Bringt bloß nichts. Los, Knirscher! Diese Attacke war mehr als gut und besiege es. Setz ins Reich der Schatten. Leider noch immer ein KP. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Seegesang, Knirscher. Double Team, wir sind so schnell, wir sind so verdoppelt. Du wirst mich nicht besiegen. Piccolo ist aber immer noch gut. Bitte, bitte. Oh, shit. Das ist jetzt nicht gut. Nicht nochmal. Ich hasse das, wenn die das tun. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Scheiße. Ich versuch's nochmal mit der Eiszahn. Aurastrahl. Ist auch eine schöne Attacke. Klingt auch cool. Aurastrahl. Das ist so feminin. Verdammt. Ich habe eine Attacke, die nie daneben gehen kann. Habe ich die? Ja, Zauberblatt. Aber das ist riskant. Es ist riskant. Aber gut, Eiszahn hat doch nochmal gewirkt. Ich hätte nochmal Vegeta einsetzen können. Ich habe eine Attacke, die nie daneben geht. Cresselia wurde besiegt. Wunderbar. Wow. Das war wohl sein stärkstes, bestes Pokémon. Gefährlich, gefährlich. Dodo. Okay. Da kann Guldo mal rein. Komm zurück, Piccolo. Diesen Kampf haben wir gewonnen. Somit diesen Orden geschafft. Und somit haben wir 4 Orden. Die Halbzeit ist erreicht. An diesem wunderbaren Game. Hey, das ist deine letzte Chance. Steinhagel, Raserei,
Vor allem Dodo, das wird jetzt halt mich sowas von umbringen. Gut. Ach, wer hat auch noch abgekommen? Ernsthaft. Ach, Frau. Das sind die letzten Versuche von Dodo. Machen wir es doch offiziell, komm. Steinhagel, wunderbar. Das war's dann wohl. Auch diesen Orden haben wir geschafft. Wunderbar. Bing. Spiele besiegt. Weiter Marinos. Wow. Schloss und aus. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben, in dem Fall. Aber der Kampf mit dir hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Den Feenorden von Marinus gegönnt. Dank des Feenordens kannst du nun auch die versteckte Maschine auflockern, außerhalb eines Kampfes einsetzen. Wunderbar. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team außergewöhnlich ist. Team 55 erhalten. Schauen wir mal, was das nochmal ist. Ah, Lake ist gut. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner nur noch die Hälfte seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Das stimmt. Gut, wie komme ich jetzt wieder nach Hause? So, über den Rand. Yay, Beckenrand! Bloß nicht reinfallen, Kinder. Yay, wir haben auch noch den vierten Orden. Sehr, sehr schön. So, das will ich euch auch nochmal zeigen. So. So schaut das eben aus. Wunderbar, jetzt haben wir auch den vierten Orden gegönnt. Jetzt heile ich meine Pokémon und ich beende dann diese Aufnahme. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder hier Spaß mit der Aufnahmesession. Mit den Parts, mit den Folgen. Und morgen mache ich weiter. Dann werden wir mal das Großmoor anschauen. Da haben wir auch mal ein bisschen Zeit dafür. Und dann werden wir nach jetzt Ofen gehen, Lamina angucken und besiegen. Vielleicht werde ich noch heute ein bisschen was trainieren. Ja, gut. Bye. Bye. Tschüss.